die Vorgeschichte. Die Gralsritter bewahren mit dem Gral ein heiliges Gefäß, das ihnen in der Zeremonie der feierlichen Enthüllung immer wieder neue Kraft und Stärkung gibt. Einst versuchte Klingsor vergeblich, Mitglied dieser Gemeinschaft zu werden. Abgewiesen suchte er sich an den Gralsrittern zu rächen. Verführt von den Blumenmädchen in seinem Zaubergarten, sollte die Gralsrunde zugrunde gehen. Und so gelang es Kundry sogar, den Gralskönig Amfortas zu verführen. Klingsor konnte Amfortas so den heiligen Speer entreißen und ihm eine unheilbare Wunde schlagen. Kundry aber will sich nun dem Einfluss Klingsors entziehen. Sie sucht als Büßerin im Gralsgebiet Erlösung. Doch immer wieder wird sie von Klingsors Macht zurückgerufen. Der erste Aufzug. Der Gralskönig Amfortas siecht an seiner unheilbaren Wunde dahin. Plötzlich taucht Kundry auf und bringt einen lindernden Balsam. Amfortas erkennt seine einstige Verführerin nicht. Er erinnert sich aber an eine alte Prophezeiung. Erlösung von seinem Leiden wird ihm nur der reine Tor bringen, der durch Mitleid wissend ist. Der Gralsritter Gurnemanz verteidigt Kundry vor den misstrauischen Vorwürfen der Knappen. Sie büße im Gralsgebiet eine mysteriöse Schuld aus ihrem früheren Leben. Ein wilder Schwan fällt von einem Pfeil getroffen zu Boden. Parsival wird als unbekannter Jagdfrevler zu Gurnemanz gebracht. Aber der naive Jüngling kennt die Gebräuche in dem heiligen Gebiet nicht. Sogar seine Herkunft und sein eigener Name sind ihm unbekannt. Die wissende Kundry allerdings kennt die Geschichte des fremden Jünglings und gibt ihm erste Hinweise auf seine dunkle Herkunft. Gurnemanz hofft, dass Parsival der angekündigte reine Tor ist, der Amfortas erlösen soll. Er lädt ihn ein, an der feierlichen Gralsenthüllung teilzunehmen. Ergriffen folgt Parsival der Zeremonie. In einem Schmerzensausbruch wehrt sich Amfortas gegen seine Königspflichten. Er sehnt sich nach dem erlösenden Tod. Der Ausbruch des Königs hat Parsival tief bewegt. Gurnemanz ist gespannt auf seine Reaktion. Ungeduldig fragt er ihn: Weißt du, was du sahst? Doch Parsival, in Gedanken versunken, schüttelt den Kopf. Da schickt Gurnemanz ihn unwillig fort. Thank you.
dachtest du dies? O mein Herr, als du denken kannst, hilft der Balsam nicht. Arabia wird dann nicht mehr zu seinem Heim. Fragt nicht weiter! Ich bin müde. Kraft, wie schwer es auch errungen, doch deine Hoffnung droht, hat ihn auf neue Tod sich fortgeschwungen. Sich kühnen, denn er in
Zum Dank.
Schuld, die uns so manche Not gebracht. Ja, war noch lange sie uns ferne blieb. Dann brach ein Unglück wohl herein. Und lang schon kenn ich sie, doch kennt sie noch länger. Der fand, als die Burg dort baute, sie schlafend hier im Wald bestückt. Stand lieblos wie tot. Ich selbst sie letztlich wieder, als uns das Unheil kaum geschehen, das in Abyss über den Bergen so schnell über uns gebracht. Und dann empfing so lachend schwand.
des Königs Fürst, gab Kämpfe nicht geleite. Thank you.
es dem, nach dem ihr fragt, verwehrt. Linsorn, wie hart die Mühe auf Droppe schwert.
Was
hatte viele. Doch weiß ich ihre keinen mehr. Das weißt du alles nicht, so dumme Lini, er fand mich schwer, ich konnte nur. Jetzt geht, versäumt den König im Adelich, helft. Was ich dich frage, jetzt meld, was du weißt, denn etwas musst du doch wissen. Ich hab eine Mutter, Herzelein, wenn sie heißt, im Wald. Wieder Gewalt!
was tat ihr das bei? Thank you.
Oh.
Segen, nur ein Tor. Dort hinaus, deine Wege zu, doch trennet ihr nur mal. Lasst du dir künftig die Schwäne in Ruhe und suche dir Gänse, die ganz.